Testspiel beim UFV Thalgau am Dienstagabend. Immer ein sehr unangenehmer Gegner, dieser Club aus der Salzburger Liga auf diesem engen Platz. Sehr unangenehm, auch die Witterungsverhältnisse. Pünktlich zu Spielbeginn beginnt es zu schütten, als gäbe es keinen Morgen. Ja, etwa 20 Minuten danach ist alles wieder vorbei. Es klart auf und die Zuschauer sehen eine sehr ambitioniert auftretende Austria-Mannschaft, die allerdings leider den Ball nicht wirklich im Tor unterbringt und Chance um Chance vergibt. Wunderschönes Panorama hier am Thalgauer Platz. Und eigentlich sehen wir auch schöne Dinge am Spielfeld. Die Mannschaft kombiniert, zeigt Einsatz gegen die relativ robust auftretenden Thalgauer. Allerdings der letzte Kontakt, der den Ball dann ins Tor befördert, der fehlt vorerst. Marco Rödel, der kämpft sich hier den Ball. Ja, und damit ist er nicht zufrieden. Das hört man deutlich, nicht zufrieden. Auch Christoph Bahn. Der Regen kommt dann nochmal zurück. Das macht das Filmen relativ schwer. Deswegen gehen wir gleich zum Interview mit Christian Scheider. Ja, am Anfang mussten wir etwas warten. Starkregen. Dann sehr viele Chancen vergeben. Wie ist dann weitergegangen? Ja, und dann haben wir doch die Tore geschossen. Ich glaube, jeder Spieler war froh, dass der Regenguss gekommen ist, weil es dann merklich abgekühlt hat. Und das hat man im Spiel gesehen von unserer Mannschaft. Sie waren halt richtig agil, zweikampfstark. Sie haben super Fußball gespielt, die erste Halbzeit. Wir haben viele, viele Torchancen rausgespielt. Wir müssen vor dem 1-0 müssen wir eigentlich schon 4 Tore gemacht haben. Da waren wir einfach zu Fahrlässigkeit und dann nach dem 1-0, das war super ausgespielt durch Torschütze Marinko Sorda. Und dann, ja, eigentlich mit dem Pausenpfiff haben wir blöds Freistoßtor gekriegt, wo die Mauer öffnet und dann der Torwart ohne Chance war. Zweite Halbzeit dann junges Blut, kann man sagen, am Feld. Ein 15- und ein 16-Jähriger. Ja, und genauso gehört's, glaube ich, auch für so eine Mannschaft wie wir sind, dass wir gerade viele junge Spieler haben, dass wir die auch forcieren. Haben halt alle junge Spieler, 7 an der Zahl, haben halt 45 Minuten gekriegt. Und der Dean 30 Minuten. Und letzte Woche hat der Neuzugang Kogler Raphael das Tor geschossen, heute der Dean, den was wir von der U16 raufgeholt haben. Und von dem her, denke ich, war es auch für die jungen Spieler wichtig, dass dann zwei Töpfe gemeinsam am Platz gestanden sind, dass Verantwortung übernehmen haben müssen. Das gibt einer viel. Gerade gegen so eine Mannschaft, die was relativ robust gespielt hat heute, das bringt mit Sicherheit einen Schritt weiter. Wie geht es jetzt für uns weiter in der Vorbereitung? Ja, jetzt haben wir mal morgen Pause und dann trainieren wir Donnerstag, Freitag, Samstag, bevor wir dann Sonntag und Montag Pause machen. Und dann haben wir eine volle Woche, Dienstag Training, Mittwoch spielen wir in Rosenheim, Donnerstag, Freitag Training und dann haben wir ein schönes Wochenende vor uns. Weiß nicht, ob ich das schon sagen darf? Sag. Ja, dann spielen wir. Da freuen wir uns alle drauf. Wir fahren am Samstag nach Ungarn. Da schauen wir, da werden wir mit Sicherheit gefordert. Nächste Woche Regionalliga-Mannschaft Deutschland und dann Mannschaft Österreich. Also die nächsten zwei Wochen werden richtig intensiv werden. Die nächsten zwei Wochen werden entscheidend sein, ist der Spruch. Wir werden entscheidend sein. Ja, schauen wir mal. Wir haben da noch lange hin bis zum Saisonstart, aber es wird sich viel herauskristallisieren, sagen wir es mal so.